Bad Salzuflen blickt auf eine fast 200-jährige Bädertradition zurück. Die erste Badesaison wurde 1818 eröffnet. Unsere Gradierwerke mitten in der Stadt sorgen für Luft wie am Meer. Damals wie heute steht die natürliche Heilkraft der Sohle im Mittelpunkt der ganzheitlichen Gesundheitsangebote, die bereits von Gästen mit Allergien hier in Salzuflen genutzt werden. Mit der Zertifizierung Bad Salzuflens als erstes Sohle-Heilbad in Deutschland möchten wir unsere Kompetenz, Allergikern einen möglichst beschwerdefreien Urlaub anzubieten, stärken und ist Motivation in Zukunft noch stärker auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste einzugehen. Die Zertifizierung zur allergikerfreundlichen Kommune fügt sich ideal in ein Konzept für die gesundheitstouristische Entwicklung der Gesundheitsregion Teutoburger Wald ein. Nehmen Sie sich eine Auszeit von der Allergie. Herzlich willkommen in Bad Salzuflen. Also für uns ist ganz wichtig, dass die Gäste einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns genießen können. Gerade die Gäste, die eben mit Allergieformen zu tun haben. Und wir haben das in drei Bereiche gegliedert. Wir haben einmal das Zimmer, das Bett, was im Fokus steht, und die Bettwäsche, die wir eben allergikerfreundlich ausgerüstet haben. Dann Pflegeprodukte, zählt auch das Waschmittel zu, was benutzt wird, die Pflegelotion, Shampoo. Und als drittes natürlich das Essen, also der gastronomische Bereich. Da haben wir auch eine Allergentabelle, in der detailliert aufgeführt ist, welche Produkte welches Allergen enthalten können. Also für die laktosefreien Sachen zum Beispiel haben alle ein extra Emblem vorne auf dem Etikett mit drauf, wo sich die Kunden dran orientieren können, das ist laktosefrei, das ist allergenfrei, und haben vorne auch noch einen Bildschirm installiert, so eine Art iPad, wo sich die Kunden nochmal ganz genau explizit angucken können, welche Produkte, welche Inhaltsstoffe haben, ja, und können das einfach nochmal nachlesen und dann im Laden gezielt diese Produkte dann auch ansteuern. Die Backstube auch, und wenn dort Kunden spezielle Wünsche haben, sind wir in der Lage, innerhalb von 24 Stunden darauf zu reagieren, das zu bestellen und für den Kunden dann nächsten Tag vorrätig zu haben. Wir haben hier in unserem Salon einen VIP-Raum, wo wir unsere Kunden, die mit Allergien zu kämpfen haben, reinsetzen können. Wenn sie allergisch gegen Hundehaare oder allergene Stoffe, Haarspray, Treibgas, irgendwas, was bei uns in der Luft fliegt, sind. Und dort können wir Allergieberatungen machen. Wenn unsere Kunden oder die Kunden wissen, wogegen sie allergisch sind, können sie gerne ihren Allergiepass mitbringen. Wir können unsere Firmen anrufen, mit denen wir arbeiten, und die können uns dann in kürzester Zeit sagen, welche Produkte wir dafür nehmen können. Extrakarte, in der alle Hauptallergene ausgewiesen sind. Wir sind seit diesem Jahr verpflichtet, eine Karte in der Form anzubieten. Wir verzichten auf sonstige Allergene wie Geschmacksverstärker. Diese Dinge werden in unserer Küche sowieso nicht eingesetzt. Wir kochen frisch und können somit auch perfekt beraten. Wenn jemand diese Karte nicht in Anspruch nehmen möchte, sind auch wir vom Personal geschult und beraten dann individuell. Die in den vergangenen Jahren rasant gestiegene Anzahl von Allergikern auf Reisen stellt
Kurorte und Heilbäder vor ganz neue Herausforderungen. Mit der Profilierung als allergikerfreundliche Kommune bietet der Deutsche Heilbäderverband seinen Orten eine Möglichkeit, sich mit kontrollierter Qualität systematisch auf diese neuen Herausforderungen einzustellen. Wir freuen uns besonders, dass das Staatsbad Salzuflen diesen Weg beschritten hat.